Und hier haben wir den nächsten Happen. Borderlands 2. Wir haben noch keine Fähigkeiten. Nett. Warte mal, wie kann man... Es muss eine Möglichkeit geben, die Waffe wegzustecken. Lang gedrückt halten vielleicht. Nein! Hast du das gesehen? Ey, das musst du ja auch aufnehmen. Das ist ein Duel wohl bestimmt lustig. Ich drück mal ein paar Tasten. Oh, warte mal. So. Ich sehe, du kannst die Waffe nicht wegstecken. Ich dachte, du kannst nur das Feld vielleicht leer machen, also dass du die in den Rucksack packst oder sowas. Von hier müsstest du eigentlich auch ganz gut mit dem Sniper-Teil die Viecher abschießen können, oder? Ich könnte es versuchen. Soll ich das mal? Ja. Okay, dann... Lass mich mal gucken. Wo sind die denn? Achso, du meinst die Marauder da, ne? Nee, doch, genau. Oder meinst du den Bullymong-Balk da unten? Genau, Bullymong, die Viecher, die da unten sind. Okay. Das sind zwei, da sind das drei. Oh, ist der tot mit einem Schuss? Krass. Aber der nicht. Yep. Tot. Eine Million Mäuse? Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Warte mal. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Oh, die wollen mich finden. Tja, dann. Snipe ist gar nicht schlecht. Finde ich irgendwie cool. Was ist das für eine Waffe? Dafür braucht man Level 3. Wir haben Level 2, ne? Ja. Ja. Gut, ich glaube, das Gebiet ist sicher. Du könntest da vielleicht... Oder soll ich da hin? Ich muss da wahrscheinlich hin, ne? Was ist das denn? Scrap Parts? Ja. Claptrap fuffelt da nur so rum. Gut, aber ich habe aufgehört. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Hab ich doch schon. Nicht ganz. Wie heißt du doch gleich? Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Wie heißt du noch gleich? Nein! Wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Die Snipe ist echt gut. Oh nein, Bullymongs! Was, Bullymongs? Ja, da kommt gerade eins hinter dem Haus umgelaufen. Okay. Oh, ich sehe schon. Oh. Du schießt mit Schrotflint und ich schieß mit dem anderen. Beides ist ja, eigentlich. Ich muss immer richtig nach ran laufen und so ein Kram. Ja, ich kann das da entfernen. Noch nicht vorbei, du Arsch! Hey, Hammerlock! Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auto reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Das Spiel ist ganz schön dreckig, ne? In der Sprache. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hölle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Zwergkannibalen im Brustkasten eines Fettes. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Seine Texturen kamen erst später. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullymongs für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich.
Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest. Hatte ich gerade zur Seite geschubst? Nee, ich bin weggelaufen, weil ich Angst hatte, er sei auf mich zugelaufen. Das sah aus, als hätte ich dich zur Seite geschubst. Das hier mit dem hier verbinden und... Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Wird Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Heatherlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan, vorwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Na, da bist du ja. Ja, zwei schnellere schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Säubere Berg. Abgeschlossen. Die Stadt ist nicht groß genug. Es ist nur Platz für eine tödliche, zweibeinige, vom Affen abstammende Spezies in Lyersburg. Das machen wir natürlich. Dafür lebe ich. So, ey cool, Schild. Und wie Abbruch. Gefällt dir Lyersburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Oh, krass. Ich muss schon sagen, das Spiel schockt jetzt schon. Ja, ne? Hey, wie machst du das Schild? Wie machst du den Schild? Ich hab den einfach, du hast den doch auch, oder nicht? Ja doch, du hast auch so ein blaues Teil, ja. Wie machen wir sowas? Ach, hab ich den einfach so? Ja, den du hast doch jetzt noch einen blauen Balken. Ja, den sehe ich aber gar nicht. Achso. Sehen. Achso, ich hab grad ein Schild bei dir gesehen. Oder was? Achso, das war. Ist das dein Menü? Ich war im Menü, ja, und hab da. Achso, ich kann sehen, dass du im Menü bist. Also, da, wenn du das hier machst, ist ja geil. Wie kriegt man Skillpunkte? Das dauert anscheinend noch. Also ich einen anderen, ja. Hm. Jetzt sind auch noch so eine Slot-Machines, hier so eine Automaten. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Und dann gibt es immer Item of the Day, Ammo. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Also ein Kram, Granaten kann man kaufen. Okay, dann kann ich ja Sniper-Rifle-Munis kaufen. Wenn du an Mord denkst, so. Dann wie kann man verkaufen? Weißt du, wo ich die Stimme schon mal gehört habe? In Metro. In Metro? In Metro. Also in dem ersten. Ja. Angebot des Tages. Das kostet aber auch einiges, ne? Ja. Das kann ich gar nicht mehr leisten. Ich könnte aber nicht leisten. Aber ich denke mal, ich werde die Pistolen verkaufen, die ich habe, weil die ja nichts, die eigentlich mir persönlich nichts bringen. Ich bin ja mehr so der, du bist ja der Nahkämpfer, ich nicht. Ich glaube, ich gehe tatsächlich so ein bisschen auf das Sniper-Gewehr, das finde ich echt cool. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. So, das auf jeden Fall verkaufen. Feuerrate 6.1, 10, da ist die langsamer, die Gearbox Renegade. Ich behalte es aber trotzdem mal. Ah, wenn man F drückt und das freigeschaltet hat, dann kann man seine Fähigkeit einsetzen. Ja, habe ich gesagt. Nichts geht über einen guten Verkauf.
wundervoll. Was genau machst du denn da? Eine Drohne hast du dann, ne? Wieder. Hm? Ich habe irgendwas. Du weißt, wenn du Tab drückst und dann auf deinen Skilltree gehst, dann ist das halt so ein kleines Teil über den Skills. Gunsel King. Gut, ich glaube, ich nehme wahrscheinlich Assault Rifle, Kugeln und Sniper. Okay. Lass es nicht zu sehr krachen. Aber dann habe ich zumindest 42 Sniper Moons. So, er speichert ständig ab, das ist gut. So. Hey, eine Schnellwechselstation, da will ich mal kurz hin. Das ist hier auf der anderen Seite. Passe deinen Charakter an. Da habe ich nämlich was freigeschaltet. Das will ich mal kurz gucken. Schnellwechselstation? Okay. Das ist. Das wird ja lustig. Ach so, nur die Sachen, ja. Das ist ja, mehr für die anderen. Man sieht es ja selbst eigentlich gar nicht. Ja. Huch. Cool. In der Mailbox war Munition. Ich habe tatsächlich nicht alles. Ich hielt zum Beispiel nicht das nicht für wichtig, diese kosmetischen Sachen zu kaufen. Das muss ich wohl nachholen. Ups. Ich habe irgendwie Viecher angelockt, die mit Stein schmeißen. Ja, dann darfst du dir erstmal. Gott, jetzt sind ja schon drei. Geht das eigentlich nur. Oh, mein Schild ist kaputt. Ich bin fast kaputt. Kommst du zurecht? Noch ja, jetzt mal schon wieder da. Okay. Wo bist du? Oh, einer ist tot. So, ich hab dir mal geholfen. Das ist nett. Au! Das Ding ist wirklich geil, du. Wie hält man sich denn jetzt? Die lassen Dinger fallen. Also muss man die einsammeln, dann hält man sich, okay. Ich dachte, man konnte das irgendwie so machen. Schöner, wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Aber diese kleine Testphase, Testenkampf, hat mich eins klargestellt. Ich muss noch mehr Sniper-Mut kaufen. Okay, das malt eigentlich tatsächlich nur an. Was ja auch schon lustig ist. Alter. Gut, manchmal sehen die schon übel aus, die Dinger. Hat sich jetzt bei mir die Farbe, hier die Kleidungsfarbe geändert? Die ist jetzt türkis oder so grünlich. Dann hat das geklappt. Hey, wir können kurz gucken, wie das aussieht. Ist auf jeden Fall krass, dass die Waffe länger ist, als du hoch bist. Ich hab dir gerade ich hab dir eine Anfrage geschickt gerade. Ach, halten. Ja, dann können wir handeln, genau. Ah, können wir auch Geld tauschen. Sehr schön. Gut zu wissen. Falls jemand eine Waffe findet, die einen anderen gebrauchen könnte. Ja, ja. Bevor man sie wegschmeißt oder so. Genau, muss man sie auch nicht auf den Boden schmeißen, weil das kann man ja auch. Oh, da war Mund drin im Postkasten. Also, damit das klar ist. Genau. Ja, habe ich auch schon gefunden. Meiner Waren wurden toten Abenteurer
Ah, okay, ich kann maximal. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Maximal 48 Sniper-Munition. Was nutzt denn? Gut, 220 plus 18. Belaste dich dein vieles Geld! 220. Ah, hier ist ein Teil, wo man Waffen kaufen kann. Das sind leider nur Pistolen. Stimmt es aber auch nicht so richtig überein. Ich bin sicher, dass wir das schon bald. Wo kann man Waffen kaufen? Ja, hier, wo ich bin, bei seiner Hütte, da ist so ein Automat, wo man Waffen kaufen kann. Da hinten. Hast du gerade Geld eingesammelt? Kann sein, da war so ein Eisblock. Achte mal jetzt rechts auf deine Seite. Ich habe hier Geld gefunden. Achte mal drauf. Ja, 2 Dollar habe ich bekommen. Ja, ich auch. Cool. Das Geld wird da so, wird da so aufgeteilt. Das wäre schon mal was. Müssen wir nur darauf achten, dass jeder gleich für Munition, aber das kann man ja anscheinend immer nachkaufen. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Das war im längeren Schusswechsel irgendwie wichtig. Ja, die Waffen sind wirklich toll. Die machen alle im Grunde genommen weniger Schaden und haben eine höhere Feuergeschwindigkeit und Ladegeschwindigkeit. Ich habe immer neue Ware. Schau mal wieder rein. Da war Mund drin. Wir sollen Claptrap nehmen. Jetzt hat das Spiel gerade gespeichert. Sollen wir hier erstmal eine Pause machen? Ja. Okay. Jo. Dann danke fürs Zusehen. Das war die erste Testphase von Guild. Von hier. Borderlands. Von Guild Wars 2, ja. Guild Wars 2 im Ego-Shooter-Modus. Jetzt neu. Spiel spielt 3000 Jahre in der Zukunft. Jo. Und ich find's cool. Spielen wir auf jeden Fall weiter. Bis dann. Tschüss.